Volker. Jo. Wollen wir da mal zu meinem Hof? Du veralberst mich gerade, oder? Es ist 19 Uhr. Die anderen. Das interessiert mich einen Scheiß. Ich mach dir dein Feld und du sagst, geh mal einsaufen. Okay. Ja, mir dann ist das Wurst. Dann höre ich auf. Dann verrottet halt dein Feld. Dann machst du nicht kein Geld. Aber ich denke, mir ist das Wurst. Wenn du jetzt willst, dass ich zum Hof komme, dann fahre ich zum Hof. Aber morgen bin ich dann nicht mehr. Dann fahre ich heim. Weil ich muss dann bei mir daheim ernten. Ja, kein Problem. Dann stell mir wenigstens Anhänger her. Ah, da steht ja einer. Ja. Also, mir ist es egal. Wenn du jetzt sagst, ich soll abtanken, dann tanke ich ab. Dann tanken wir ab, dann frage ich den Neumann um den Drescher. Den Drescher vom Neumann habe ich. Und den habe ich jetzt auch ein paar Tage ausgeliehen. Ach so. Aber bis morgen ist dein Feld sowieso am Arsch. Deshalb sage ich ja. Ja, oh, da kommen sie auch schon alle. Oder wir machen das eben hier. Ja, musst du wissen, wie du willst. Vielleicht kann jeder mal abwechselnd Drescher fahren oder so. Ja. Weil, also sonst, morgen ist dein Feld hinüber. Ja, das stimmt. Deshalb bin ich ja direkt hierher gefahren. Ja. Gut. Also, wat? Machen wir weiter. Gut. Was denkt denn der sich, ey? Ich reiß mir den Arsch auf für ihn und er denkt nur ans Party machen. Volker. Jo. Verschieben das mit dem Saufen doch nochmal. Wir machen erstmal hier weiter. Ja, fände ich auch so. Ich bin zur Einsicht gekommen, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt saufen, wenn das Feld sowieso wichtiger ist. Ja, du musst deine Prioritäten setzen. Mir ist das relativ. Nee, ich will auf jeden Fall Geld verdienen. Ja, eben. Nächstes Mal musst du dir einen Wecker stellen oder so. Häufiger in den Kalender gucken. Ja, wäre vom Vorteil. Jo. Weil ich muss morgen direkt zu mir weiter, bei mir nochmal dreschen. Ich habe ja jetzt noch zwei Felder in der Pacht. Da muss ich Gerste noch dreschen. Oh je. Ja, überlegen, was ich mit dem Stroh mache. Also ich habe die 61 noch voll mit Stroh. Ja, ich bin am überlegen, ob ich das LU das mir abkauft oder... weiß auch nicht. Ja, ich glaube, Familie Blaubeer hätte auch Interesse dran. Weiß ich nicht, die hatten oben auf ihrem Feld auch noch Stroh liegen, habe ich gesehen. Stimmt. Wie viel gehen in deinen Anhänger rein? 14.000 Liter. Jo, dann geh mal, fährst du schon leer machen? Ich war gerade erstmal in den Case zum Hof, der stand jetzt lange genug auf dem Feld rum. Jo. Der hat schon wieder ein bisschen Rost angesetzt. Ach, komisch, ne? Boah, es ist immer noch so warm, ey. Leck mich. Boah. Tja, was meinst du, weshalb ich jetzt alles ernten kann? Sommerhitze. Ja.
Spekulierst du eigentlich auf einen hohen Sojapreis oder was machst du? Oder willst du schnelles Geld? Ich wollte jetzt erstmal was Soja mal bei meinen Ferkeln reinhauen. Ah, du brauchst es als Futter oder was? Genau. Achso, ich habe nämlich auch noch 31.000 Liter. Ui. Oder so. Habe mir überlegt, was ich damit anstellen soll. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber der Preis jetzt gerade, da dachte ich mir eigentlich, da warte ich noch ein bisschen. Und war wow. Das ja. Alter! Heiz der Neumann hier durch die Gegend, ey. Zeit ist Geld. Ja, der hätte mich beinahe über den Haufen gefahren. So, also insgesamt bei Neumann würde ich für meine ganzen Maschinen, die ich haben müsste, 1 Million bezahlen. Oha. Ja. Das heißt, ich muss mir dafür noch einen Kredit aufnehmen. In Höhe von 1 Mille. Ja, und bei dem anderen? Ja, da warte ich ja noch auf Rückruf. Ah, okay. So, ich kann ihn ja mal eben anrufen, so ist das ja nicht. Mal eben an. Jo. So, bin mal gespannt, wie weit wir hier mit dem Feld noch kommen. Ob ich das noch hinkriege. Vor. Ah, sieht eigentlich ziemlich gut aus. Dass nichts vergammelt. Wie viel habe ich drin? Er ist noch nicht dazu gekommen. Also bin ich ehrlich, da war der Lukas Müller schneller gegen. Ja, der hat da mehr Routine. Ja, der ist ja, glaube ich, so gesehen erstmal ein Lehrling. Ja, irgendwie so. Zu warm, ey. Ich brauche ein bisschen trinken, Flüssigkeit. Ja, hat ja der Arzt gesagt, dass du trinken musst. Naja. Was meinst du, warum ich die Sonnenbrille trage? Der Arzt sagte zu mir, bei dem Wetter bitte Sonnenbrille tragen wegen dem Auge. Durch den Verkehrsunfall. Sinnvoll. Ja, mit dem Baum. Bei dir ja, am Feld. Weiß schon, was du meinst. Da ist mir ein Splitter ins Auge geflogen. Weißt du, was der Jürgen sagte, was dann alles erneuert werden müsste an dem Pickup? Mhm. Komplette Front, Karosserie, Motor und Kühlung. Komplett neu. Alles. Ja. Das wäre für mich ein Schaden von 200.000 gewesen. Ich so, ne. Weg. Warum so viel? Weil die Teile dann alle nochmal importiert werden müssten, weil das war ja ein amerikanisches Fahrzeug. Ach so. So, gucken mal sehen, wie viel da jetzt bei den Schweinen reingeht, sonst geht der Rest erstmal ins Silo. Aber ich habe dann demnächst einen neuen, größeren Anhänger. Jo, ist er nicht ganz schlecht, ne? Nö, ich habe mir den Fliegel TMK bestellt. Mit 40.000 Liter. Hm. Also da dürfte auf jeden Fall definitiv erstmal was reingehen. Beinahe in meinen Case reingewuppelt. Eieiei. Sieh mal zu, dass du herwuppelst. Ich wuppel ja. Müsste es sich ausgehen, dass sie hier nichts verfault hast. Aber das war just in time, das sag ich dir. Ja. Ja, ich stehe auch schon wieder Schlafenszeit. Ja, das passt noch. Ja. Oh ja, ich darf dann morgen direkt ernten, ey.
Ich darf dann morgen erstmal hier das Feld vorbereiten. Mit Düngen, Sehen, Düngen. Ja, und danach kannst du zu mir kommen, kannst du bei mir helfen. Gerne doch. Wenn ich schon deine Ernte gerettet habe. Ja, dann helfe ich dir natürlich auch deine zu retten. Ja, ich denke, bei mir wird es zeitlich angenehmer. Ah ja, Volker, ich habe auch einen großen Lockerer bestellt für mich. Wenn du den da mal bräuchtest, dann kannst du dir den ja ausleihen. Was hast du denn da für eine Maschine vor? Von dir 6R. Einen großen Tiefenlockerer, den kann der gar nicht ziehen. Ich? Der große Tiefenlockerer braucht 400 PS. Komm mal ran hier. Ja, side by side. Oder 500 PS, ich weiß gerade gar nicht. 400 meine ich. Ja. Wie kommst du denn auf die Idee, dass du den dann ziehen kannst? Ja, ich meine ja so, man kann es ja mal ausprobieren. Ja, das kannst du verknicken, ey. Warte, ich halt an. Jetzt. Das kannst du vergessen. Oh. 420 sogar. Aber du, mein Glas kann den. Der Xerion. Ja. Voll. Kann dann direkt eben leer machen. Naja. Zwei Bahnen noch, dann sind wir hier durch für heute. Sehr geil. Freut mich. Tja, vor allem wärst du nicht an den Drescher gekommen, gell? Ja. Weil ich hatte den schon beim Neumann ausgeliehen und der Jürgen ist selber am Dreschen gewesen. Weil normal kriege ich immer den vom Jürgen. Wir müssen uns morgen früh beim Bauhof einfinden. Warum? Ich habe gerade auf Twitter gepostet. Liebe Bürger, ich bitte Sie, am nächsten Morgen beim Bauhof einzutreffen. Es gibt Essen und Trinken und eine kleine Verkündung. Mit freundlichen Grüßen, Jürgen. Oh Mensch, es ist Erntezeit, als ob ich da Zeit hätte. Ach, ihr mit euren Terminen, ey. Immer nur an Saufen und Essen denken. Ich muss mal telefonieren. Moin! Jo! Was willst du denn jetzt schon wieder feiern? Was denn? Was willst du denn feiern? Was nicht? Ich muss morgen ernten, Junge. Ja, es gibt was zu essen, zu trinken. Ja, das ist euch das Wichtigste, aber dass hier Leute auch Geld verdienen müssen, daran denkt ihr nicht, ja? Doch, klar. Ja. Und deshalb? Ja? Und deshalb geht das Essen und Saufen. Und? Lohnt sich's zu kommen oder nicht? Kann ich dir doch sagen. Hä? Kann ich dir doch am nächsten Tag sagen. Ich will von dir wissen, ob es sich lohnt, dass ich runterfahre oder nicht. Musst du wissen. Hm.
Jung, ich werde jetzt nicht mein Geld Feld vergammeln lassen, dass du mir sagst, ja, hier hast du eine Wurst, hier ist ein Brötchen und da ist ein Cola. Ja, das wird passieren und eine Kleinigkeit nur verkünden, aber... Ja, dauert's lang? Extra... Nee. Ich sag dir. Muss nicht extra runterkommen. Ja, du sagst, man soll kommen. Was denn nun? Müssen nicht alle kommen. Drei billige Basis. Wisst ihr, ich kenne dich ja schon gut leiden, aber du musst halt auch ans Geld denken, ne? Ja, ja, alles gut. Ich habe jetzt hier dem Diesel, habe ich jetzt schon das Feld den Arsch gerettet hier. Warum? Ach, der hat nicht auf sein Feld geguckt, das wäre ihm fast vergammelt. Das habe ich zum Glück den Drescher vom Neumann gerade schon in der Hand gehabt und dann bin ich kurz zu dem runter und habe dem kurz das Feld gedroschen heute Abend noch. Ah, okay. Und ja, dadurch Neumann hat er jetzt Glück gehabt. Neumann hat mir einen Bühnenwagen vorbeigebracht. Oh. Also morgen wär's noch eine Band, eine kleine. Oh Gott. Ah, okay. Bau feiert ein kleines Jubiläum. Ach so, sag das doch gleich. Was hast du denn? Aber warum feierst du das morgens? Ja, die Open End. Open End, den ganzen Tag, du hörst doch nicht. Nee, morgens, weil mittags ist meistens so die Zeit, wo die Leute mit den Treckern und alles kommen. Wegen Wartungen und so. Ach so. Okay, ich überleg's mir, ob ich vorbeifahre. Morgens füttern die ja meistens noch die Kühe und alles. Ja, um 6. Ja. Ja, Frühfutter. Okay. Mittags kommen sie dann alle mit den Bulldogs um die Ecke. Oh. Gut, ich tanke jetzt mal bei dem hier noch ab und dann mache ich Feierabend. Gut, bis dann, tschüss. So, Feld ist fertig. Ja, danke dir. Bitte. So, wünsche noch einen schönen Abend, ne? Ebenfalls, ja, noch ein kleines Dankeschön. Beeilt mal deine Kröten, wirst du mehr brauchen wie ich. Danke. Bitte. Tschö. Ciao. Ups. Ah, passiert manchmal. Ich wollte fragen, fängst du jetzt an wie der Trissler mit dem IT-Runner? Nee. Gut. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Macht's gut. Tschüss.